So, es ist eine Nacht. Du willst eigentlich nur schlafen. Es geht aber einfach nicht, weil deine Zweifel und Sorgen dich nicht loslassen. Auf Schafe zählen hast du nun aber keine Lust mehr. Es hilft nicht. Was sollst du tun? Wie wäre es dann mit dem neuen Spiel mit der Uhr, das dir ein Freund mal erzählt hat? Die Aufgabe ist es, zur derzeitigen Uhrzeit so oft eine Zahl wiederholt hinzuzufügen, bis man genau 12 Uhr hat. Dann geht man zur nächsten Zahl und wiederholt es. Weil du aber so gerne analytisch denkst, möchtest du dir auch merken, wie oft du denn hinzufügen musst. Wir starten also mit 1 und fügen es so oft zu 1 hinzu, wie es halt nötig ist. Insgesamt also 11 Mal. Nun fügen wir 2 so oft hinzu, bis wir genau 12 erreichen. Okay. Scheinbar hat es in der ersten Runde nicht geklappt, aber vielleicht geht es in der zweiten. Es scheint nicht möglich zu sein. Denken wir uns einfach mal, dass es jetzt unendlich oft so weitergehen wird. Und gehen zur nächsten Zahl. Okay, bei 3 scheint dasselbe wie bei 2 zu geschehen. Egal, hoffentlich finden wir später mehr darüber hinaus. Bei 4 ist es wieder dasselbe. Da das Spiel mit seinen Regeln nun, denke ich, verständlich ist, können wir auch einfach mal schauen, wie der Rest aussieht. Bei diesem Muster gibt es sehr viele Dinge, die hier besonders sind. Leider hatte ich keine Zeit, alle in diesem Video zu verpacken, aber ich möchte sie mal erwähnen für die, die sich mit Number Theory bereits etwas mehr beschäftigt haben. Als erstes wird euch auffallen, dass ziemlich viele Zahlen 12 Uhr niemals von 1 Uhr aus errechnen können. Falls ihr noch genauere Beobachtungen gemacht habt, seht ihr zudem, dass es sich bei diesen Zahlen genau um die Zahlen handelt, die teilerfremd bzw. relativ prim mit 12 sind. Warum das so ist, hat sowohl etwas mit dem größten gemeinsamen Teiler als auch mit dem ungeklärten euklidischen Algorithmus zu tun. Hierbei würde ich euch auf die anderen Videos hier auf diesem Kanal verweisen, die sich um diese Themen kümmern. Als weiteres ist noch besonders, dass sich dieses Muster alle 12 Zahlen wiederholt. Es ist also eine Art Zyklus. Um das genauer zu verstehen, nehmen wir uns einfach mal 13 und 1 als Beispiel heraus. Eine Uhr zeigt dir das Hinzufügen von 1, die andere das Hinzufügen von 13. Euch fällt hier sicher auf, dass dieses kleine Überbleibsel bei 13 genau dasselbe wie bei 1 ist. Dafür brauchen wir eine neue Notation, die wir gleich genauer definieren. In so einem Fall sagen wir nämlich, dass 1 kongruent zu 13 modulo 12 ist. Allgemein definieren wir Kongruenz oder auch Äquivalenz modulo n als a äquivalent zu b mod n, wenn n a minus b teilt. Das ist dasselbe wie b minus a ist ein Mehrfaches von n. Sehen wir uns das also mal mit 1 und 13 an. 1 minus 13 ist minus 12, also minus 1 mal 12. Wir könnten das aber natürlich auch umgekehrt versuchen, wobei uns sofort auffallen wird, dass auch das dann immer stimmen muss, da es einfach dasselbe nur mal minus 1 ist. Der Vorteil dabei, wenn wir die größere von der kleinen Zahl abzählen, ist aber, dass wir eine schönere Interpretation unseres Faktors k haben. So zeigt uns dieser dann immer, wie viele Ringe zwischen diesen Zahlen sind. Ändern wir 13 mal zu 25, wird uns dasselbe auffallen. Wir erhalten 24, also 2 mal 12, und tun im Endeffekt nicht viel mehr, als einfach einmal mehr umzudrehen. Wir haben also nun auch 2 Ringe. Die Vorstellung ist bei der allgemeinen Definition sehr hilfreich. Mit dieser neuen Definition können wir etwas sehr Praktisches mit den ganzen Zahlen anfangen. Wir können nämlich alle ganzen Zahlen in sogenannte Äquivalenzklassen unterteilen. Negative Zahlen sind hier ebenso mit eingebracht, nur passen sie nicht schön auf diesen Zahlenstrahl. Stellt euch vielleicht vor, dass diese gespiegelt hinter dem Ursprung liegen. Die cyanen Klassen sind hier wieder jene, die zu 12 nicht relativ prim sind. Generell beschäftigen wir uns nämlich meist nur mit den hier noch ungefärbten Zahlen. Diese bilden die sogenannten reduzierten Äquivalenzklassen.
Was uns diese Klassen jetzt nämlich erlauben, ist, dass wir alle Zahlen auf ihren Rest verringern und sie dann wie diesen behandeln. Daher werden wir Äquivalenzklassen auch gerne Restklassen nennen. Sehen wir uns wieder ein paar Zahlen modulo n an und versuchen herauszufinden, in welche Restklasse sie gehört. Die Frage, die wir uns nun stellen müssen, ist die folgende. Was ist der Rest, nachdem wir n so oft subtrahiert haben wie möglich? Bei negativen Zahlen müssen wir etwas anders vorgehen, aber das Prinzip ist ja dasselbe. Nun ja, bei 13 können wir 12 einmal abziehen und erhalten 1. Das bedeutet, dass 13 und 1 in Mod 12 für uns dasselbe sind. Bei 78 können wir 12 6-mal abziehen und erhalten 6. Somit sind auch 78 und 6 äquivalent Mod 12. Bei 132 können wir 12 11-mal abziehen und es kommt 0 heraus. Damit ist 132 also trivial. Es sind einfach ein Mehrfaches von 12 und macht im größten Teil dieser modularen Arithmetik keinen Unterschied. Insgesamt hoffe ich, dass ich euer Interesse für die Schönheit der Zahlentheorie wecken konnte. Zahlen sind so viel mehr als Beschreibungen von Prozessen oder Abläufen. Sie sind ein großes Bild, das sich von selbst zeichnet. Leider konnte ich nicht alles in dieses Video verpacken, das ich gerne hätte, aber es gibt noch manche Dinge, die ich gerne zum Verständnis mitgeben will. Erstens gibt es natürlich nicht nur Modulo 12, denn man kann aus jeder natürlichen Zahl eine Modulo bilden. Die Prinzipien bleiben hier dieselben. Des Weiteren möchte ich noch sagen, dass ihr eure Vorstellung nicht nur auf Kreise limitieren sollt, da es noch so viele andere Möglichkeiten gibt, die Schönheit der Zahlen aufzuzeigen und zu verstehen. Und zu guter Letzt bitte ich euch nicht zu vergessen, dass die Mathematik kein Zuschauersport ist. Lasst euch auf diese Welt ein und entdeckt sie für euch selbst. Vielen Dank.